Moin Moin meine lieben YouTuberinnen und YouTuber, euer No Orange heißt euch herzlich willkommen zum Superhelden-Unboxing Donnerstag. Diesmal ausnahmsweise mal mit DC und zwar ein Zwei-Spieler-Starter-Set in Deutsch von Upper Deck. Ja, Batman vs. the Joker, deutsche Ausgabe, hier die Zeichnungen, hier so ein Holographen-Teil vorne drauf, sieht schon mal richtig lecker aus, ist das Versus-System. Tja, wie gesagt, ich spiele ja nicht, aber ich erkläre euch ein bisschen, was hier so draufsteht. Für alle, die es mal interessiert, das Versus-System-Sammelkartenspiel bringt dich direkt in die Action, wenn die weltgrößten Superhelden und Superschurken einen epischen Kampf über die Weltherrschaft führen. Hilft Batman und seinen anderen Gotham-Ritter in einen Kampf bis zum bitteren Ende, während du versuchst, die finsteren Pläne des Jokers und seiner verrückten Verbündeten zu vereiteln. Also es ist ein Zwei-Spieler-Starter-Set, so kann man richtig loslegen, einer für die Bösen, einer für die Guten. 80 Spielkarten steht hier drauf und Regelheft sowie Spielunterlage. Weitere Informationen kann man sich denn da im Internet holen. Die Seiten, steht hier irgendwas von irgendeinem Datum, ich zoome auch gleich ran, keine Sorge. Bum, 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 bum. Datum finde ich hier nirgends, warum eigentlich nicht, sei sehr schade. Damit man würde man wissen, wann, wo hergestellt. Ist ja auch egal. Okay. Ach, die sind hier noch verschweißt. Oh, ne, da seht ihr auch, es ist nagelneu. Ich hatte schon mal ein solches Set. Ich habe noch ein anderes. Mit anderen Cover. Da freue ich mich auch schon drauf. In ein paar Wochen wird das auch nochmal zum Vorschein kommen bei euch. So. Nun wollen wir das aber auch gleich mal unboxen. Wow. Das sieht schon mal richtig geil aus. Hier ist nichts mehr drin. Alle. Ne? Ah, okay. Ja, das ist super. Ich werde es splitten. Das ist sonst ein bisschen zu viel. Eins jetzt, eins nächstes Mal. Hier haben wir einmal die wichtigsten Regeln. Ay, caramba. Das Ding ist mega fett. Ich kann das gar nicht alles zeigen. Ich werde hier mal so rüberblättern, dass ihr das mal so ein bisschen sehen könnt. Das ist die eine Seite, ein richtig fettes Spielfeld sozusagen. Und auf der anderen Seite nochmal Karten und wie es erklärt wird, wie man das, whoopala, 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 Vorsicht, Vorsicht, wie man das Ding spielen kann. Schon mal ganz cool. Des Weiteren hier nochmal das konkrete Regelheft. Auch komplett in Deutsch, das ist klasse. Das finde ich schon mal super. Mal sehen, ob da irgendwas über die Karten drin steht. Das ist eigentlich immer hinten. Ah, hier, man kann also auch Booster und so weiter dazu sammeln. Das ist schon mal cool. So, steht hier irgendwas von den Karten? Meistens steht es ja entweder ganz hinten oder ganz vorne. Alternativ Deckaufbau, Priorität. Mal vorne reingucken. Sammelkartenspiele, bla bla bla. Auch sehr, sehr gut erklärt hier alles. Aber. Die Sammelnummer steht hier unten. Gut, okay. Ist ja egal. Haben wir das eine? Machen wir die Bösen oder die Guten zuerst auf? Ihr werdet es dann ja sehen. So, das kommt weg. Ich gucke es mir jetzt vorher nicht an. So. Weil sonst, wie gesagt, ich habe ja auch eine Mappe hergestellt, wo ich die ersten Karten mal einsortiert habe, so provisorisch, weil es gibt ja zu solchen Sets nie richtige Spielmappen. Jetzt zoome ich schon mal ran. Damit ihr das auch richtig gut sehen könnt, weil es ist ja auch bei diesen, also jetzt nicht bei Force Attacks, bei diesen etwas komplizierteren Trade Card Games ist es ja eben auch so, ich muss hier mal ein bisschen Platz machen, dann ist es ja eben auch so, dass ihr dementsprechend ja auch viel mehr Regeln lesen müsst und die Karten sind meistens auch so gestaltet, dass eben dementsprechend die Karten nur halb so groß sind, weil viel Text damit bei ist. Aber das werden wir jetzt ja sehen. Gucken wir uns mal die Karten an, die wir hier drin haben. Hier geht's los mit dem Arkham Asyl, also da das Irrenhaus von Arkham City. Hier unten ist der Text, da ist auch die Sammelnummer und es ist von 2004. Zumindest ist die Zeichnung vielleicht auch von 2004. Hier steht an der Seite Ort, eine Ortskarte ist das also.
Mal sehen, ob ich das noch ein bisschen ranzoomen kann für euch. Dann könnt ihr es noch besser sehen. Ich denke mal, super. Schön gezeichnet, aber das erwartet man ja auch von DC oder von Marvel natürlich auch. Und das können sie einfach gut. Eine Handlungswechselkarte, Kidnappen heißt die hier. Hier ist auch immer der Illustrierte, also wer diese Zeichnung gemacht hat. Hier ist es Ed McGuinness zum Beispiel, der die Zeichnung gemacht hat. Das steht immer in der Mitte. Hier ist nochmal das Arkham Asyl. Nochmal die Kidnappen-Karte. Niemandsland, No Man's Land. Ja, das sieht natürlich auch geil aus hier unten. Wie die da so am Lagerfeuer sozusagen hängen. Alles ist zerstört. Also das ist auch eine richtig, richtig coole Karte. Ob es da seltene Karten gibt, hier nochmal Niemandsland, das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber das sieht man sicherlich an den Glitzerkarten, würde ich dann zumindest sagen. Hier unten rechts ist übrigens immer so ein Glitzeraufdruck. Das ist dann wie bei, wie heißen die andere Serie? Might and Magic. Die haben, glaube ich, auch immer so ein Hologramm, dass man auch weiß, dass es eine Originalkarte ist. Gefängnisausbruch heißt die hier. Haben wir so noch einmal. Luftangriff. Ah, hier ist Robin. Ja, Luftangriff ist auch ein geiler Name. Dann schmeißt man Robin einfach mal runter. Hier noch einmal als Luftangriffskarte. Zerreiß dich. Oha. Jo, da geht's Batman aber mal so richtig an den Kragen, will ich mal so sagen. Junge, Junge, Junge. Hier oben sind auch noch Zahlenwerte. Und wie gesagt, es ist eben dementsprechend noch der Text. Und der Text ist unterschiedlich. Also zum einen, sag ich mal so, hier haben wir Harlequin zum Beispiel, die ist am Ballern. Handlungswechsel, schnelle Flucht, eine Nummer, die ist wichtig. Und hier unten ist dann einmal ein Spruch, hey Fledermäuse, haltet gefälligst etwas Abstand. Anscheinend ist Batman hinter ihm her, vielleicht mit Robin zusammen. Und dann ist der Text, was diese Karte machen kann. Und das lese ich einfach einmal vor. Als zusätzliche Kosten, um schnelle Flucht zu spielen, wirf eine Karte von deiner Hand ab. Ein Angreifer deiner Wahl verursacht keinen Durchschlagschaden, solange er in diesem Zug einen Charakter angreift. Also nochmal eine Regelinformation über diese Karte. Auch die sieht man hier, gibt es schon mal zumindest zweimal. Da haben wir Superman und, ja, soll das Wonder Woman sein? Sieht eher aus wie von Xena, und zwar von Xena, diese Serie, wupp, schreit die rum. Und da, die hat eine Bekannte. Also die ist immer mit so einer Blonden unterwegs. Und die sieht eigentlich genauso aus. Wer weiß, ob die nicht da auch mitspielen, ich habe keine Ahnung. Als Tag-Team, da sind wir schon fast beim Wrestling, eine Tag-Team-Karte. Zwillingsschusswaffen, yo, die sieht auch richtig geil aus. Eine Ausrüstungskarte, ganz klar. Okay, noch einmal Zwillingsschusswaffen. Caraxes, Drury Walker. Hier haben wir eine Arkham-Insassen, also eine Karte von den Bösen. Nun bist du Futter, du Fleischsack. Oh, Caraxes taucht gleich zweimal auf. Hier haben wir nochmal Harlequin. Dr. Harleen Kinzel. Natürlich auch eine von den Insassen vom Arkham Asylum. Ist natürlich mal interessant zu wissen, ob man diese Charakterkarten dann auch mehrfach ausspielen kann, weil Harlequin gibt es ja eigentlich nur eine. Killer Croc zum Beispiel ja auch. Während es ja auch vielleicht so kleinere Gegner gibt, die mehrfach auftauchen, zum Beispiel die Truppe vom Joker, die Gruppe, sag ich mal, dass man da mehrere auf einmal nehmen kann. Oder ob man die eben nur einzeln ausspielen kann. Das ist natürlich eine Frage, schwer zu beantworten. Hier haben wir Man-Bat, Dr. Robert Langstrom. Oder Langstrom heißt er ja, einen amerikanischen. Mr. Freeze, auch dargestellt von, na, ich glaube, es war Arnold Schwarzenegger. Doch die Karte richtig cool. Oha, Mr. Freeze macht hier richtig Stress. Dreimal dabei. Ja, die ist auch richtig. Ja, der Joker ist natürlich geil zu zeichnen, wenn man ein bisschen was drauf hat. Und John Van Fleet scheint nicht nur ein bisschen was drauf zu haben. Also richtig, richtig cool. Und auch der raucht hier eine Zigarre und der Rauch sieht aus wie von Scream die Maske, also Scream der Horrorfilm. Oder die Horrorfilm-Serie, kann man schon fast sagen, weil es hier mehrere gab. Pinguin, Danny DeVito, Oswald Chesterfield, Cobblepot. Auch er des Öfteren dabei. Two-Face. Oh, Two-Face sieht auch fies aus. Super geil. Auch richtig, richtig geil gezeichnet, wie ich finde.
Ja, anscheinend gibt es so gesehen keine limitierten Karten, so Glitzerkarten, außer die erste, die immer vorne drauf war. Weil wir sind jetzt eigentlich auch schon gleich durch. Ja, jetzt kommt die letzte Karte und das müsste dann der Joker sein, weil das waren die ganzen Bösen. Yeah, und die ist sozusagen eine Glitzerkarte. Ich glaube, ihr könnt das auch sehr gut sehen, wenn ich die so ein bisschen hin und her halte. Ja, also, ich gehe jetzt mal an die Mappe ran und gucke mal nach, was da an Karten dabei war. Ob das neue Karten sind, die ich noch nicht habe, oder ob die alle schon im anderen Starter-Set genau gleich waren, werden wir dann sehen, wenn ich sie einsortieren würde. Okay, ganz kurz, für alle, die es wissen wollen, das Starter-Set. Wenn ihr das gleiche Starter-Set euch holt, braucht ihr es nicht zweimal holen. Warum ist das so? Zum einen sind die Karten alle gleich. Das wäre noch nicht mal so schlimm. Weil dann könnte man sagen, man baut sein Deck einfach aus, hat man mehr von bestimmten Karten. Zum anderen ist es schon ein 2-Jahres-Starter-Set, das heißt gut gegen böse, man hätte also schon zwei Fraktionen. Und zum anderen gibt es diese Karten ja doppelt. Naja, also es gibt keine Einzelkarten, außer vielleicht die Joker-Karte oder so, aber die brauchen wir auch nicht doppelt. Und ich zeige euch hier einfach mal die Mappe, weil es sind ja nummerierte Karten. Und wenn man also dieses Starter-Deck hat, ich denke mal, in der anderen Hälfte wird das gleiche sein, das heißt die Karten werden auch dort gleich sein. Und dementsprechend seht ihr hier jetzt auch ein paar andere Karten. Das liegt aber daran, weil eben ja auch die guten Karten hier in meiner Mappe schon sozusagen mit drin sind. Und darum muss man sich da nicht wundern. Und wie gesagt, trotz allem sehr geil, wenn ihr an das Starter-Set rankommt und sowieso gerne diese Trade-Card-Game spielt, werdet ihr sicherlich Spaß haben. Weil Batman gegen Joker, hallo, geil. Also einfach nur geil. Und ihr seht das hier. Es ist hier auch alles mit dabei, das Regelheft ist in Deutsch, die Karte ist in Deutsch, auf diesem Spielplan ist auch nochmal eine Info erklärt, wie das geht. Ja, und ihr seht hier, habe ich die Karten eben meine doppelten auch noch schon mit reinsortiert. Holt euch eine Mappe, habt dann einen schönen Aufenthalt, habt die schön sortiert. Hinten, wie gesagt, ist einmal die Regel und nochmal die Spielmappe vorne drauf, also alles dabei. Ja, das war's für heute. Wir werden nächstes Mal trotzdem uns das zweite Set nochmal angucken. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Vielleicht war es ja nur ein Zufall. Man weiß es ja nicht. Und dann wissen wir es aber hundertprozentig. Aber ich denke mal, wie gesagt, einmal das Starter-Set für zwei Spieler reicht völlig aus. Und euren Orange wünscht euch noch einen schönen Donnerstag. Und denkt dran, morgen Bundesliga. Euren Orange sagt, ciao, tschüss und goodbye.